Ja, Julia, zunächst mal Glückwunsch hier zum Sieg beim Speerwurf-Meeting in Offenburg. Zufrieden? Ja, doch, ich bin mit der ganzen Veranstaltung schon zufrieden. Das, was der Verein, das, was Borussia auf die Beine gestellt hat, so wie die Zuschauer gekommen sind, auch mitgegangen sind im Wettkampf, wie sie sich auch verhalten haben, eben genau nach den Regeln, das war bombastisch, muss ich einfach so sagen. Es ist für uns Sportler nicht alltäglich, Wettkämpfe zu machen dieses Jahr und vor allem nicht mit Zuschauern, mit so einer Anzahl auch. Ich glaube, das kam heute bei allen gut an, bei allen Sportlern, auch bei den Zuschauern an sich. War eine tolle Sache. Mit meinem Wettkampf bin ich auch eigentlich, muss ich zufrieden sein. Ich hätte natürlich gerne weiter geworfen, ein paar Meter, aber trotzdem gewonnen. Das ist jetzt, glaube ich, der 6. Sieg in Folge im 6. Wettkampf. Kann also meine Serie weiter ausbauen. Hatte jetzt diese Woche schon einen Wettkampf in den Knochen gehabt. Von daher kann ich das auch ein bisschen realistisch einschätzen und habe jetzt auch erstmal noch mal eine Woche Ruhe und dann habe ich ja noch den letzten Wettkampfblock, bevor es dann in den wohlverdienten Urlaub geht. Wie wichtig ist es für dich als Speerwerfer, diese Atmo mit Zuschauer unmittelbar im Wettkampf mit dabei zu haben? Ich kann das eigentlich recht gut ausblenden. Natürlich lässt man sich mal mitreißen. Das kann auch gut sein, aber man muss es ein bisschen differenzieren können. Man darf sich natürlich nicht zu sehr pushen lassen. Und auch ohne Zuschauer darf man es nicht zu locker angehen, sondern muss sich selber halt ein bisschen pushen. Ich glaube, da einfach ein gesundes Mittelmaß ist, glaube ich, der richtige Weg. Wie wichtig ist gerade das Ehrenamt, der Verein, all die Helfer, ohne die das ja hier an der Stelle unmöglich wäre? Ja, man hat es heute gesehen, ja, das, was wir hier alles aufgebaut haben, das war ja vom Verein aus, das, was wir jetzt alles abbauen, ist vom Verein aus. Also da auch ein riesengroßes Dankeschön. Ich bin ja da, Gott sei Dank, davor und danach immer ein bisschen ausgegliedert, eben weil ich Wettkampf machen muss und weil ich jetzt auch direkt im Anschluss wieder weiter muss. Von daher, ja klar, also so viele Leute, die halt brennen für die Leichtathletik, die es den Sportlern einfach gönnen, die den Leuten das einfach eine tolle Leistung und natürlich auch den Zuschauern eine tolle Atmosphäre gönnen, alle, die da mithelfen, das ist einfach schön und zeigt, glaube ich, auch, dass RG Offenburg einfach ein schöner Verein ist, wo man sich gegenseitig hilft. Dein nächstes Ziel, dein nächster Wettkampf, wie geht's weiter? Am 6. September bin ich nochmal in Polen, am 8. September in Dessau und am 13. dann der Saisonabschluss beim ISTAF in Berlin. Danke, Jojo, viel Glück und Erfolg dabei. Dankeschön, danke euch.